den wichtigen Worten meiner Vorgängerin und lieben Kollegin. Ich grüße dich nur anschließen. Wir unterstützen die niederländische und schwedische Initiative für das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist absolut richtig. Wir verschwenden Lebensmittel, die werden weggeworfen. Und das ist auch ethisch nicht begründbar und nicht zu rechtfertigen. Und ich denke, wir haben manche Produkte, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum dazu führt, dass es schneller weggeworfen wird, als es sein müsste. Danke für eure Initiative. Wir sind voll dabei. Das Essen ist zu gut für die Tonne, sagen wir. Absolut. Und Sie erleben eine niederländisch-deutsche Kooperation par excellence. Ja, absolut. Danke. Wieso schafft man das Mindesthaltbarkeitsdatum? Pardon. Okay. Wieso diskutiert man über einzelne Produkte und schafft das Datum nicht komplett abgleichen? Ja, es gibt ja nun schon eine Begründung dafür, dass man ein Datum Mindesthaltbarkeit oder Verfall, wir haben bei Fleisch haben wir Verfallsdatum, da geht es ja auch schon dann um Verderblichkeit, dass wir das auch nach wie vor haben. Nur wir stellen fest, dass das ziemlich über mit dem Rasenmäher geschnitten ist bisher. Und wir bitten die Kommission, wie gesagt, das ist die Unterstützung des niederländischen und schwedischen Antrags, dass man differenziert. Da kann es Produkte geben, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum wegfällt, weil es sowieso keiner beachtet. Oder haben Sie schon Salz weggeworfen, weil es das Mindesthaltbarkeitsdatum beispielsweise überschritten hätte, nur gedacht. Also pragmatisch, und wir erwarten bis Juni, dass die Kommission einen entsprechenden Bericht, den Bericht vorlegt. Und wir erwarten uns dafür auch eine gewisse Herangehensweise, die möchte, dass solange Nahrungsmittel gut sind, gesund sind und verwendet werden können, dass auch dann sich an den Daten und an den Beschriftungen deutlich macht. Ich kann vom Verbraucher nicht verlangen, dass der dann abwägen soll oder muss. Die Rede ist ja jetzt erstmal von so ein paar vereinzelten Produkten. Bringt das denn genug? Von welchen Produkten, mit welchen Produkten möchten Sie beginnen? Und müssen das längerfristig nicht groß ausgeweitet werden? Also ich habe schon einige Dinge im Kopf, aber die Kommission muss schon auch ihre Hausaufgaben machen. Deswegen erwarte ich einen Bericht, der sich über alle Lebensmittel bezieht und der dann in Kategorien die Verderblichkeiten dann auch im Blick behält. Und je nachdem differenziert werden wir dann vorgehen müssen. Ich möchte den Bericht aber nicht Bericht sein lassen, sondern aus dem Bericht heraus dann auch wirklich das für jeden Verbraucher sozusagen handgreiflich und sichtbar dann umsetzen in möglichst naher Zeit. Wie groß kann denn der Anteil sein, der Lebensmittelverbrauch oder der Verschwendung ist ja riesig. Kann denn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum daran einen großen Anteil überhaupt haben, die zu reduzieren? Ja, wir haben allein in unserem Land 11 Millionen Tonnen Nahrungsmittel, die weggeworfen werden. Und ich will nur ein Beispiel sagen, die Tafeln, die eine gute Einrichtung sind und auch davon leben, dass Produkte nicht mehr verkauft werden können, die dann weitergeben über ihre Tafeln. Auch die dürfen über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus nichts verkaufen. Das heißt, dass jeder, der das Joghurt zwei Wochen drüber hat, dann vielleicht einen sensorischen Test, würde ich sagen, macht und feststellt, dass vieles noch essbar ist und gut essbar, dass wir einfach die Relation der 11 Millionen versuchen, deutlichst nach unten zu bringen. Es ist aber nicht nur eine Frage des Mindesthaltbarkeitsdatums. Ich denke, wir müssen da breiter auch betrachten, wie man den Lebensmittelfrische Anteil, den Umschlagsmöglichkeiten, auch das, was der Handel sich vornimmt. Diese Fragen gehören auch mit auf die Tagesordnung. Und wenn der Bericht vorliegt, sollten wir uns das wirklich intensiv auch im Dialog, nicht nur mit Gesetz und Verordnung, sondern im Dialog mit den Verbrauchern, mit den Herstellern, mit den Händlern dann auch besprechen. Ich habe noch ein paar Fragen zu Tiertransporten. Sie haben von naher Zeit geredet, wenn die Kommission diesen Bericht vorlegt. Wäre das dann denkbar innerhalb des nächsten Jahres oder wann kann das in Kraft treten, diese Abschaffung? Nun, denke ich ja, dass das innerhalb eines Jahres sein muss. Wir wissen, ich vermute, dass dieser Bericht einer der letzten Berichte sein wird,
den die jetzt noch aktive Kommission in diesem Themenbereich vorlegt. Sie wissen, mit der Neubesetzung der Kommission nach den Wahlen zum Europäischen Parlament wird es einige Monate dauern, bis das wieder in Schwung kommt. Deswegen den Bericht vorher, dann auch Überlegungen, was man tun kann außerhalb der Kommission bereits jetzt. Und dann hoffe ich aber, dass die neue Kommission das als eine der ersten Aufgaben nimmt und den Bericht dann auch sofort wieder aufruft. Bis Ende 2015, also kann man damit rechnen? Ja. Kritiker weisen ja seit Jahren darauf hin, dass die EU-Tiertransportverordnung unterlaufen wird, die Tiere zum Teil quälerisch transportiert werden. Warum sorgt der Ministerrat nicht für schärfere Kontrollen? Wir haben ja schon eine Richtlinie, die wir vorfinden. Acht Stunden. Die 8 Stunden können aber verlängert werden bei europaweiten Transporten. Wir haben in Deutschland strengere Regeln. Auf deutschen Straßen, das ist es überwiegend, oder Schienen, darf nur 8 Stunden lang dürfen lebende Tiere transportiert werden. Und ich habe auch Verständnis für diesen auch wieder niederländischen, dänischen Antrag, über Tiertransporte zu reden. Wir sollten das verkürzen. Deswegen bin ich auch hier, ausgehend von unseren deutschen nationalen Regeln, dafür, dass wir auf europäischer Ebene, dass wir das auch betrachten, verkürzen und zwischen Tierwohl und den Strukturen des Transports das dann gemeinsam überprüfen. Was heißt kurz und gut, es muss kürzer werden. Weil Schweine dürfen ja zum Beispiel noch 24 Stunden ohne Pause transportiert werden. Woran liegt es denn, dass es nicht verkürzt wird? Ja, es hat bei den Transporten sind Bedingungen nicht nur auf die schiere Zahl, sondern wie ist die Ausstattung, wann müssen sie gefüttert werden und getränkt werden. Das ist das eine, aber ich bin in der Tat der Meinung, dass wir das nicht nur interessengeleitet von den Interessen beispielsweise einer weit auseinanderliegenden Schlachthofstruktur sehen müssen oder vielleicht noch aus anderen Gründen, dass Schweine die Nationalität verändern, bis sie dann bei uns als Schinken wo landen, sondern dass wir schon das Tierwohl mit dem Auge behalten müssen. Wie sich das genau dann darstellt, ich habe ja gesagt, 8 Stunden ist unser Maßstab höchstens. Das werden wir sehen, ob auch andere Notwendigkeiten noch da sind. Vielleicht in der Struktur, wer bringt was und wer holt was. Das sind alles Themen, die im Detail besprochen werden müssen. Ich finde auch hier ist ein guter Aufschlag gemacht. Und ich bin eigentlich recht froh, dass ich gleich zu Beginn meiner Ministerverantwortung über diese Fragen auch mitreden kann. Weil ehrlich gesagt ist das ein Thema, das auch mich seit vielen Jahren bewegt. Die Mitgliedstaaten legen ja die Strafen bei Verstößen immer noch selbst fest und auch sehr unterschiedlich fest. Warum gibt es da keine einheitlichen Strafen in Europa? Es muss nicht alles einheitlich sein. Ich bin kein Freund, dass in Europa alles gemeinsam geregelt werden muss. Die Fragen von Ordnungswidrigkeiten und Bestrafungen sind auch bei uns national und es soll auch so bleiben. Wichtig ist, dass die Ordnungswidrigkeiten auch wirklich geahndet werden. Ich sehe Fälle, die jetzt mit den diesen Tiertransporten nichts zu tun haben, mit illegalen Tiertransporten, beispielsweise Welpentransporten, die durch unser Land gehen, dass die Frage ist, ob wir im Tierschutzgesetz genügend hohe Bußgelder verhängen können. Das ist etwas, was ich mir in Ruhe vornehmen will, in Ruhe deswegen, weil wir gerade in Deutschland ja mit Wirkung vom 1. August diesen Jahres das Tierschutzgesetz verschärft haben. Eine letzte Frage noch. Sie wollen mit irischen Kollegen jetzt auch immer gerade die Klimaziele bis 2030 diskutieren. Wie kommt's? Sie wissen, dass wir in unserem Land sehr ambitionierte Klimaziele haben, die sogar noch ein Stück über das hinausgehen, was auf europäischer Ebene diskutiert wird. Wir werden im nächsten Jahr in Paris bei der Klimakonferenz auch die Perspektiven für die Zukunft ausrichten müssen. Da wird es über Fragen europäisch des CO2-Handels, über Fragen von neuen Zielen und auch über Fragen gehen, wer denn sich in welcher Form beteiligt.
Und ich bin als Landwirtschaftsminister sehr daran interessiert, dass wir das in einer vernünftigen, zielstrebigen Art machen, allerdings auch im Blick behalten, dass die Inanspruchnahme der Branchen ausgewogen sein muss. Dankeschön. Vielen Dank.